Ja, und Sie kennen wahrscheinlich auch den Saga Wir schaffen das von Angela Merkel. Ja, und so schaffen wir das. Das sagt jetzt auch Ottmar Karas. Er ist bei mir im Studio, der Vizepräsident des EU-Parlaments. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Schönen guten Morgen. Es geht natürlich um das Thema Asyl und Migration. In Ihrem Buch, mehr als über 300 Seiten hat dieses Buch. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, um was geht es denn da genau? Wir haben ein großes Problem, wir haben ein ungelöstes Problem. Seit 2015 suchen wir nach gemeinsamen Lösungen, um die Asylprobleme und die Migrationsfrage auf der einen Seite voneinander zu trennen und auf der anderen Seite einer Lösung zuzuführen. Gerade wir in Österreich sind besonders belastet mit den Asylansuchen und den Folgen. Das spüren die Menschen. Daher geht es mir als Politiker darum, nicht nur zu jammern, nicht nur ein Problem zu beschreiben, nicht nur Menschen zuzuhören mit ihren Sorgen und Ängsten, sondern meine Verantwortung ist es als Politiker, mich um Lösungen zu bemühen. Und hier gibt es viele am Tisch, nur sie kommen nicht am Boden. Die Daten folgen den Lösungsansätzen nicht. Und daher habe ich Menschen zusammengebracht mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Hintergründen und habe gesagt, wo können wir eine Schnittmenge finden? Was ist das Gemeinsame bei der Lösung? Die Menschen sind nicht alle einer Meinung. Das Thema ist vielfältig. Und wir sind auf vier große Themen gekommen, Blöcke. Das eine ist sicherlich ein effizienter europaweiter Außengrenzschutz. Gemeinsam, der gemeinsam durchgeführt, gemeinsam kontrolliert, aber auch europaweit gemeinsam finanziert werden soll. Wir brauchen daher an der Außengrenze auch eine Registrierung und Differenzierung, damit die Menschen, die dort ankommen, nicht einfach unregistriert sich in Europa aufhalten können. Und wir benötigen ein gemeinsames Asylverfahren mit gemeinsamen Asylstandards und einen innereuropäischen Solidaritäts- und Verteilungsschlüssel, von dem Österreich vor allem groß profitieren würde, weil wir die höchste Anzahl an Asylansuchen haben. Und unsere Probleme beginnen nicht erst an der Außengrenze. Daher benötigen wir auch eine europäische Strategie für die Hilfe vor Ort. Und die Detailvorschläge stehen in diesem Buch. Und ich muss Ihnen sagen, was ich jetzt will, ist zu zeigen, wenn wir uns zusammensetzen, können wir den großen Wurf schaffen? Hören wir auf mit den Schuldzuweisungen? Hören wir auf mit dem Fleckerlteppich? Schaffen wir einen großen gemeinsamen europäischen Wurf, der hilft Österreich und der hilft uns, dieses sensible Problem zu lösen? Das Problem ist aber seit 2015, dass ja viele schon in Österreich gelandet sind und auch in Deutschland. Also man hat ja damals schon gesagt, viele Experten und auch Politiker, das trojanische Pferd wurde quasi bei uns in Europa eröffnet. Man weiß weder, wer kommt, und man hat es dann auch gesehen, zum Beispiel die Anschläge in Deutschland seit 2015, das sind 10. Man sagt auch, da sind selbst sehr viele IS-Anhänger dabei. Man hat auch die Videos noch im Hinterkopf, Halloween zum Beispiel oder Silvester 2022 war einfach ein anderes Silvester als zum Beispiel 1990. Ja. Also man merkt, in der Praxis funktioniert es nicht. Haben Sie völlig recht. Ja. Wir haben versagt. Steht außer Streit. Jeder sucht nach seiner Lösung und ist... Es fehlt der mangelnde politische Wille zu einer gemeinsamen Lösung. Denn wenn wir immer nur über den Fleckerlteppich reden, dann sucht sich halt der Migrant und der Asylant und der Schlepper einen anderen Weg. Daher müssen wir eine gemeinsame europäische Außengrenze schützen und die Regelungen an der Außengrenze stärken. Und Sie haben völlig recht, wir haben mehr Gesetze, mehr Werte, als wir einhalten. Und daher ist die Rechtsverletzung, das Nicht-Einhalten europäischen Rechts, eines unserer Probleme. Würden wir das bestehende Recht und unsere bestehenden Werte einhalten, dann hätten wir weniger Probleme. Aber das hilft nichts, dass ich jetzt sage, würde man das tun,
dann hätten wir weniger Probleme. Ich würde nie sagen, wir hätten kein Problem. Das wäre ja unehrlich. Weil wir haben vor einem Jahr nicht gewusst, dass zum Beispiel es zu dem brutalen Angriffskrieg Russlands in die Ukraine kommt und wir daher zusätzlich zu den Erfahrungen 2015 die größte Flüchtlingswelle seit 1945 in Europa haben. Daher geht es darum, vom Fleckerlteppich zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, die Schlupflöcher zu schließen und auf dem Boden unseres Rechts, auf dem Boden unserer Werte, die vier großen Themen, Außengrenzschutz, Asylverfahren, solidarischer Verteilungsschlüssel, Registrierung, Differenzierung gehört dazu und Hilfe vor Ort, endlich gemeinsam in Angriff zu nehmen und diesen großen Wurf uns zuzutrauen. Das Buch soll ja auch Hoffnung geben, dass die Vorschläge am Tisch liegen. Dass es ausschließlich eine Kompetenzfrage und eine politische Willensfrage ist, dieses große Thema anzugreifen und sich nicht davor zu fürchten. Ich habe es kurz auch schon erwähnt, eben zum Beispiel Halloween oder Silvester. Man hat ja schon Sorge, wenn große Feste gefeiert werden in Österreich, aber auch in Deutschland. Wir zeigen Ihnen nochmal einen Beitrag. Da sehen Sie, was alles gewesen ist. Eben Halloween, Silvester, die Krawalle in Österreich und in Deutschland. Linz am 31. Oktober 2022. Pyrotechnische Gegenstände, die verboten sind. Wo es zu gefährlichen Situationen gekommen ist, weil halt Personen pyrotechnische Gegenstände in andere Personengruppen geworfen haben. Und dabei war es so, dass die pyrotechnischen Gegenstände auch gegen die Oberleitungen geworfen wurden. Und das hat letztlich dazu geführt, dass der Strom in den Oberleitungen abgeschaltet werden musste, weil es einfach aufgrund der Spannung in den Oberleitungen viel zu gefährlich wäre für Personen auf der Landstraße. Ein Gefühl dafür, was zu Halloween in Linz passiert sein muss, bekommt man zu Silvester desselben Jahres in Floridsdorf. Mülltonnen werden wider Willen auf ihre Explosionsfestigkeit geprüft. Die Gewalt der ausgelösten Detonationen lässt sogar bleierne Zeitungsständer abheben. Die Explosionen nehmen immer größere Dimensionen an. Die Stimmung wird immer zügelloser. Im Rausch der Eskalation fallen alle Hemmungen und es werden Schüsse abgegeben. Die Luft getränkt in Schwarzpulver, Explosionen erzeugen Querschläger und Schüsse aus Handfeuerwaffen. Es sind Bilder, die an ein Kriegsszenario erinnern. Ich hab Krieg erlebt, also das war für mich normal. So ein bisschen Heimatgefühl, weißt du? Ja. Am selben Abend 500 Kilometer Luftlinie nördlich in Berlin. Also ich weiß, dass Gruppen hin und her, Knallkörper sich beschießen. Ob das so eine Art Spaß für die ist, aber die haben ja also kein Bewusstsein irgendwie für Gefahr, für irgendwie Rücksicht, für Verletzung oder Vandalismus, nennt sich das nicht umsonst. 18 Polizeikräfte werden verletzt, ein Beamter schwer, auch Rettungskräfte bleiben nicht verschont. Die Intensität der Gewalt ist mit den Silvesternächten der Vorjahre nicht zu vergleichen. Die Täter schreien unverhohlen ihre Verachtung für Staat und Regeln hinaus, zeigen radikale Gesten. Junge Männer, häufig mit Migrationshintergrund. Mit über 100 Festnahmen von Verdächtigen beginnt das neue Jahr für sie nüchtern. Ein Jahr, in dem das Thema Integration auf dem Prüfstand steht. Das waren tatsächlich Bilder aus Österreich und aus Deutschland. Herr Garus, wenn Sie sowas sehen, auch Medienberichten verfolgen, was denken Sie sich dabei? Ich bin fassungslos. Und ich habe mir nie vorstellen können, dass wir mitten in Europa und auch darüber hinaus noch je vor einer Situation stehen. Weil ich gehofft habe, dass die politisch Handelnden, sicherheitspolitisch, sozialpolitisch, integrationspolitisch, außenpolitisch,
in der Lage sind, solche Entwicklungen zu verhindern und vorher im Keim zu ersticken. Diese Bilder sind leider Realität. Und wir beide stehen jetzt hier und waren nicht dort. Aber es gibt ja viele Mütter und Väter, Freundinnen und Freunde, deren Partner, deren Kinder dabei gestorben sind und bedroht wurden. Daher verstehe ich auch die Aggressivität. Ich hoffe, dass die Politik nicht nur solche Bilder braucht, um zu handeln. Weil die Zahlen, die Bewegungen, die Probleme sind bekannt. Ich will überhaupt nichts entschuldigen oder relativieren. Das wäre völlig falsch. Aber wir haben zum Beispiel auch in der Terrornacht in Wien gesehen, dass wir die Menschen kannten, dass die Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste, der Geheimdienste nicht funktioniert hat. Dass wir manchmal mehr wissen, als wir tun. Und daher sage ich ja, setzen wir uns zusammen, schieben wir nicht Schuld zu, sagen wir nicht, der ist schuld, ich bin schuld und so weiter, sondern wir brauchen einen gemeinsamen europäischen großen Wurf, wie wir sicherheitspolitisch bei Registrierung, bei der Differenzierung, bei legalen Fluchtwegen, wie wir hier zusammenarbeiten. Wir müssen voneinander wissen und wir müssen die Menschen, die nach Europa kommen, kennen. Und daher ist ihre Außengrenzschutz so wichtig und wir müssen verhindern. Wir müssen auch bestrafen. Wir müssen auch sanktionieren. Wir müssen auch zurückführen können. Aber nicht eine Maßnahme löst das Problem für alle. Und ich sage jetzt auch etwas, was ich weiß, dass nach diesen Bildern vielleicht missverstanden werden könnte. Nicht jeder Mensch, der auf der Flucht ist, ist bereit zu terroristischen Handlungen. Richtig. Nicht jeder Mensch, der Migrant ist bereit oder ist Teil einer terroristischen Organisation. Daher ist es auch gefährlich, immer alle in einen Topf zu werfen. Und daher ist es so wichtig, an der Außengrenze zu differenzieren und zu registrieren. Daher ist die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union so wichtig. Und daher ist ein Sicherheitskorridor, ein Registrierungskorridor auch mit unseren Nachbarn außerhalb der Europäischen Union so wichtig. Und daher ist es auch so wichtig, dass wir innerhalb Europas verhindern, dass sich hier Menschenansammlungen befinden. Bitte? Das ist ja schon alles passiert. Würde ich sagen, viele Menschen sind ja schon bei uns. Wie kann man das Problem jetzt... Ich glaube, das muss man eben trennen. Wir müssen auf der einen Seite trennen zwischen jenen, die in Österreich und in Europa geboren sind, die hier de facto, wo die Integration versagt hat oder die schon integriert sind. Wir haben ja auch solche Beispiele. Von jenen, die zu uns kommen, hier können wir, das ist ein anderer Bereich, das ist Registrierung und Differenzierung an der Außengrenze. Wir müssen daher an sehr vielen Baustellen arbeiten. Und wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen, das eine nicht mit dem anderen verwechseln. Sie sagen völlig zu Recht, auf der einen Seite haben wir ein Integrationsproblem, auf der anderen Seite haben wir ein Unterbringungsproblem. Auf der dritten Seite haben wir ein Sicherheitsproblem. Und wir haben ein Registrierungs- und ein Differenzierungsproblem. Und wir haben ein Problem mit Schleppern. Und wir haben ein Problem, dass wir einen großen europäischen Fleckerlteppich haben, statt einer gemeinsamen europäischen Handlungsfähigkeit. Und das Buch zeigt diese unterschiedlichen Ebenen auf. Es bezieht sich primär auf die Frage Asyl, nämlich Flüchtlinge und Vertriebene.
Das ist ja wieder etwas eine andere Baustelle. Aber wir haben hier viel zu tun. Daher werbe ich um den großen Wurf. Und ich hoffe, dass Politiker nicht nur derartige Bilder brauchen, damit wir wissen, dass wir ein Problem haben, sondern dass wir pro futuro, dass wir präventiv, dass wir aus Verantwortung für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, für das Vertrauen in das politische Handeln, dass wir hier mehr tun, als wir in der Vergangenheit getan haben, und zwar gemeinsam. Man hat auch das Problem, dass man oft glaubt, in Österreich und Deutschland, sie wollen die ganze Welt retten und aufnehmen. Das hat man irgendwie tatsächlich. Jetzt war es auch so, wir haben davor auch berichtet, gab eine Demo in Hamburg mit 3500 Muslime, wo halt auch der Verfassungsschutz auch schon warnt. Wir haben zum Beispiel am 2. November 2020 auch einen Terroranschlag in Wien gehabt. Auch da hat der Verfassungsschutz schon gewarnt. Aber de facto, es passiert. Ja? Es passiert leider, die negativen Dinge passieren. Die positiven Dinge, die bleiben irgendwie aus, hat man das Gefühl. Wie könnte tatsächlich die Politik sich zusammenfinden oder auch die Parteien, man merkt es ja auch in Österreich, sie bekriegen sich zwar immer alle gegenseitig, aber dieser Zusammenhalt, den Sie auch schön beschreiben, funktioniert in der Praxis nicht. Daher gibt es dieses Buch. Also Politiker sollen das Buch lesen. Daher gibt es dieses Buch, so schaffen wir das, mit einem wichtigen Untertitel: Wir überlassen das, dürfen das Thema Asyl und Migration nicht den Extremen der Ränder überlassen, sondern müssen uns zusammensetzen und an Lösungen arbeiten und Taten setzen. Und dieses Buch bringt verschiedene Menschen, bringt verschiedene Sichtweisen zusammen und zeigt, dass wenn wir uns zusammensetzen, man zu diesem Miteinander bereit ist, um Lösungen zu finden, Mehrheiten zu schaffen, dass es diese gibt. Daher weg vom Fleckerlteppich, weg von der quasi Eigenprofilierung auf Kosten der Probleme, auf Kosten der Menschen, hin zu lösungsorientierten Arbeiten. Und das ist, glaube ich, die einzige Chance in einer so hoch emotionalisierten Frage, die Probleme zu minimieren und gleichzeitig Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik wiederherzustellen. Was glauben Sie, also Flüchtlingsbewegungen gab es ja auch immer schon, 1956 Ungarn, 1968 Tschechoslowakei etc., Jugoslawien. Die Stimmung ist ja auch 2015, kann man sagen, wirklich gekippt. Warum ist 2015, warum hat das nicht funktioniert, wie zum Beispiel die Jahre davor? Ich glaube, dass wir auf dem falschen Fuß erwischt wurden, von der Menge, und auch, wenn am falschen Fuß erwischt wurde, an der Löchrigkeit der europäischen Gesetze und Handlungsfähigkeit. Und daher hat jeder seinen Weg gesucht. Und was mir wirklich Sorge bereitet, man hat die Gesetze gebrochen und nicht eingehalten, um das Problem loszuwerden. Schauen Sie sich nur Ungarn an. Ungarn hat einen Zaun. Angeblich einen sehr dichten Zaun. Die meisten Flüchtlinge nach Österreich kommen über Ungarn. In Ungarn können die Menschen keinen Asylantrag stellen. Sie werden weitergeschoben. Daher ist ein Land, es gibt mehrere, dass die Gesetze, nämlich der Registrierung und des Asylansuchens, nicht durchführt, sondern die wichtigste Aufgabe von denen ist, sie zu uns weiterzuschieben. Daher sage ich, ein gemeinsamer Außengrenzschutz, ein gemeinsamer Verteilungsschlüssel, eine gemeinsame Politik, wo jeder seinen Teil macht, ist im Interesse Österreichs und jedes einzelnen Mitgliedslandes. Und ab 2015 ist zum ersten Mal in der Europäischen Union passiert, seit der Gründung, dass man Überfremdungsängste geschürt hat, statt an Lösungen gearbeitet hat. Dass man die nationale Karte oder das Wegschieben des Problems intensiviert hat, statt sich um gemeinsame europäische Antworten zu bemühen. Und dieses Buch schreit auf für den großen Wurf und sagt, holen wir nach,
was wir verabsäumt haben und gehen wir an die Arbeit. Ich zeige es noch mal ganz kurz. So schaffen wir das neue Buch von Ottmar Karas. Ich sage mal vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Und 23 anderen und Autoren. Und 23 anderen, unter anderem auch Judith Kohlenberger ist mit dabei. Also unbedingt zahlt sich aus, auch zu lesen. Vielen Dank fürs Kommen. Wir könnten da noch stundenlang auch reden über dieses Thema. Boom.